Nummer 4, das Biosphärenreservat. Das ist wirklich so ein Sonderfall. Das ist interessanterweise wirklich so ein Ding, da muss man sich fragen, ist das noch Naturschutz? Ab jetzt ist es so ein bisschen, das bisher war ja wirklich Primärziel, Erhaltung der Natur. Also wirklich Konservierung von Naturschönheiten. Das waren jetzt die bisherigen Kategorien. Jetzt kommen so die Dinger, die sind eher mehr dazu da, dass man da den richtigen Umgang mit der Natur lernen kann, im weitesten Sinne. Und da ist halt eben die schärfste Kategorie in dieser Sache, wo die Natur, nicht die Naturlandschaft, sondern die Kulturlandschaft und der Umgang mit der Natur geschützt werden, ist das Biosphärenreservat. Das hat drei Teilbereiche. Ähnlich wie der Nationalpark, der ja die Kernzone und die Managementzone hat, hat man da halt eben drei Zonen. Man hat auch die Kernzone, die ist primär dazu da, dass da wirklich die Natur erhalten soll, so wie sie da ist. Wobei Natur da schon relativ ist. Es handelt sich dann meistens wirklich um irgendwelche Kulturlandschaften. Beispielsweise eben den Spreewald bei Berlin. Ein Biosphärenreservat hat man dann immer da, wo man ein schönes Beispiel hat, wo der Mensch es tatsächlich geschafft hat, irgendwie eine Kulturlandschaft zu schaffen, die naturverträglich ist. Die also nachhaltig funktioniert. Hier ist ganz wichtig eben diese schöne Wörtchen Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang beim Biosphärenreservat zu gebrauchen, weil da sollen die drei Säulen der Nachhaltigkeit, nicht vier, drei, erfüllt sein. Nämlich die soziale Nachhaltigkeit, das ist durch die Besucher, den Besucheraspekt und den Bildungsaspekt, der dabei sein soll. Das heißt, die Leute, die da hinkommen, sollen da lernen, wie funktioniert jetzt dieses System. Wie machen die das da? Warum ist das so toll, wie die das da machen? Das brauchen wir überall. Also wirklich dieser Lerneffekt für die nächste Generation. Insbesondere eben junge Leute sollen da weitergebildet werden, dass die lernen, wie mit den Ressourcen schonend umzugehen ist. Dann ist da die ökologische Nachhaltigkeit, heißt, das Biosystem, die Natur als solche, wird da nicht geschädigt, richtig. Sie ist ein bisschen angepasst, dass sie den Bedürfnissen des Menschen ein wenig entspricht, aber die natürlichen Abläufe, der natürliche Kreislauf der Natur ist intakt und nicht geschädigt und es wird höchsten Wert auf eine hohe Biodiversität gelegt. Biodiversität ist auch wieder so ein Fachwort, das meint einfach Artenreichtum, dass da viele verschiedene Lebensformen leben können und zwar auch nach Möglichkeit die, die da natürlich vorkommen. Aber das System insgesamt ist ein bisschen angepasst an die Bedürfnisse des Menschen und damit kommen wir zum dritten Faktor der Nachhaltigkeit, der da erfüllt sein soll, die ökonomische Nachhaltigkeit, also die wirtschaftliche, heißt die Menschen, die da leben, sollen da auch wirtschaftlich leben können. Die betreiben dann irgendeine Form von Landnutzung, zum Beispiel ökologischen Landbau, die so verträglich ist mit der Natur, dass da eben keine Ressourcen so sehr ausgebeutet werden, dass man immer mehr Land roden müsste oder immer mehr Wald roden müsste, um mehr Felder anzulegen und mehr und mehr Dünger kaufen, mehr Dünger aufs Feld hauen und mehr, wie es in der normalen Landwirtschaft halt so üblich ist und das große Problem auf dem Planeten auch darstellt. Aber das ist jetzt ein anderes und vor allen Dingen ein sehr weites Feld. Aber das ist da halt eben nicht der Fall. Da soll im Einklang mit der Natur gelebt werden. Also Biosphärenreservate sind Beispiele, wo der Mensch mit der Natur klarkommt. Und dazu die Bildungskomponente, dass andere Leute das angucken und daraus lernen können, wie das funktioniert. Es gibt eine Kernzone, die ist dafür da, dass da wirklich die Natur ihren normalen Kreislauf ablaufen hat. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie die Kernzonen auch im Nationalpark, nur dass da durchaus Eingriffe möglich sind, es Wege durchgibt. Das Ganze ist nicht so streng gestützt und es gibt schon Ausnahmen. Und es ist halt eben kein Stück Urnatur, sondern ein Stück Kulturnatur. Wenn man so möchte, diese Kernzone. Dann gibt es eben diese Managementzone drumherum. Die ist einfach dafür da, dass es keinen abrupten Übergang dieser Natur zur Kultur gibt, sondern da ist dann einfach ein bisschen mehr gemanagt, ein bisschen weniger Natur. Und dann gibt es, und das ist der größte Teil im Biosphärenreservat, die Pflegezone heißt sie, glaube ich. Das ist dann wirklich die, wo dann ökologischer Landbau im Wesentlichen betrieben wird. Ja, so funktioniert das und in diesem Pflegebereich, da finden dann halt auch eben diese Anschauungskurse, wo man dann lernen kann, wie geht das Ganze, Exkursionen und Ähnliches finden da drin statt, nachdem man sich die Natur angeguckt hat.
und sich dann anguckt, wie sie benutzt wird. Und dann soll man nach Möglichkeit begreifen, okay, so funktioniert das ja und so ist das alles gut. So ist das gedacht. Ich war noch in zu wenig von den Dingern, um zu sagen, dass die alle wunderbar funktionieren. Aber der Ansatz ist sicherlich sehr, sehr, sehr gut und gefällt mir sehr. Noch ergänzend zum Biosphärenreservat. Was darf man da? Dadurch, dass es ja wirklich ein Mensch und Natur sein soll, müsste man im Biosphärenreservat, also in den Randbereichen dieser Managementzone, dieser Pflegezone, eigentlich mehr dürfen als im normalen Wirtschaftswald. Weil da ist es ja wirklich gewollt, dass Mensch und Natur zusammenarbeiten, was im normalen Wirtschaftswald jetzt so nicht speziell gewollt ist. Also wenn da euch jemand sagt, ihr dürft da nicht im Wald pennen, dann könnt ihr dem mal sagen, dass das ja aber doch eigentlich der Sinn und Zweck dieses Systems überhaupt ist, die Natur zu erleben und mit der Natur, von Mensch und Natur irgendwie miteinander klarkommen. Da sollte also ein Übernachten im Wald erst recht möglich sein. Eigentlich, also das ist meine Meinung dazu, wenn euch da mal jemand rausschmeißen will, natürlich solltet ihr nicht in der Kernzone pennen, das ist wieder was anderes, aber so in diesem Randbereich ist eigentlich besser als im Wirtschaftswald. Wie gesagt, meine Meinung dazu, kann man dann anders auslegen, rechtlich, und Rechtsberatung darf ich ja wie immer noch nicht machen, aber so ist das ungefähr. Ja, so, jetzt für diejenigen unter euch, die schon lange darauf gewartet haben, dass er endlich mit Labern aufhört und zum Punkt kommt, nämlich zum Landschaftsschutzgebiet. Das ist Kategorie 5. Da soll der Charakter der Landschaft geschützt werden. Tatsächlich handelt es sich dann da meistens um irgendeine Gegend, die was Besonderes ist, weil sie einfach nicht so häufig ist. Die muss nicht zwingend und hat in der Regel auch nicht irgendwelche seltenen Arten, irgendwelche besonderen Kreisläufe in der Natur, die schützenswert sind. All sowas quasi erstmal nicht. Die ist auch nicht sehr nah an der natürlichen Natur, also nicht das Ökosystem, was dahin gehören würde, wenn es uns Menschen gar nicht gäbe. Das ist einfach nur eine schöne Landschaft, eine schöne Kultur-Natur-Landschaft, wo es einfach schön aussieht. Und diesen Charakter der Landschaft zum Zwecke der Erholung für den Menschen und natürlich auch irgendwo, weil da die Natur auch noch ganz gut kann, das soll geschützt werden. Aber es ist primär einfach für uns, dass wir uns da erholen können und dass wir da einfach eine schöne Landschaft haben. Es ist jetzt weniger zum Zwecke des Naturschutzes. Ich habe es ja schon erwähnt, das sind jetzt die Kategorien, die weniger zum Naturschutz, sondern mehr zum Kulturschutz da sind. Und was darf man jetzt in einem Landschaftsschutzgebiet nicht machen? Einfach ohne weiteres Straßen bauen, Häuser bauen, Gräben ziehen, Türmchen bauen, den Wald abholzen. Also wirklich große Maßnahmen, die den Charakter der Landschaft verändern. Heißt, wenn ich da 15 Bäume weghaue, dann sieht die Gegend schon so anders aus, dass ich sagen kann, ich habe den Charakter der Landschaft verändert. Wenn ich da einen Graben durchziehe, um eine Autobahn reinzubauen, dann habe ich den Charakter der Landschaft definitiv verändert. Wenn ich einfach ein Haus in die Gegend stelle, habe ich den Charakter der Landschaft auch verändert. Und was heißt das jetzt für den Bushcrafter? Das heißt, man kann da alles andere, was man in jedem normalen Wald auch kann. Aber was man da auf jeden Fall sein lassen sollte, wäre irgendwelche größeren Hütten in den Wald zu bauen. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass man das insgesamt natürlich sein lassen sollte, wenn es nicht sein eigener Wald ist. Das kann man aber da wirklich, das verändert tatsächlich auch schon in geringem Maße den Charakter der Landschaft, wenn da irgendeine Hütte im Wald steht. Kann man sich streiten, inwiefern das dann schlimm ist und ob das wirklich schon sowas ist, aber ich wäre da vorsichtig. Wenn man irgendwo also keine Hütten in den Wald stellen sollte, dann halt eben in Landschaftsschutzgebieten, natürlich auch nicht in Naturschutzgebieten und Ähnlichem. Ansonsten hat man kaum eine Möglichkeit, den Charakter der Landschaft zu verändern, außer man hat eine Schaufel und Lust, so richtig viel hier jetzt rumzugraben, dann kriegt man es auch hin. Oder man zündet den kompletten Wald an, dass er abbrennt, dann hat man es auch geschafft. Oder man fällt ein paar Bäume mit der Axt. Irgendwann hat man es dann auch geschafft. Aber so, ohne das wirklich absichtlich zu wollen, kann man den Charakter nicht verändern. Das heißt, ein Landschaftsschutzgebiet bietet für den Bushcrafter und Survivor so gut wie keine Einschränkungen, weil das mit dem riesigen Bungalow-artiges Zeug in den Wald stellen ist ja sowieso nichts, was man mal einfach so eben macht. Da überlegt man sich ja dann schon, wo man es hinstellt. Und dann sollte man halt einfach gucken, dass es nicht im Landschaftsschutzgebiet ist. Und damit hat sich das auch schon erledigt. So einfach ist das. So, und zum Schluss noch Kategorie 6. Die ist schon so wenig ein Schutzgebiet, dass man schon gar nicht mehr mitbekommt, dass man im Schutzgebiet ist. Außer man befindet sich wirklich gerade an der Straße und es gibt ein Schild, das darauf hinweist, dass man sich drin befindet. Im Alpenraum merkt man es in der Regel auch nicht, weil die Wälder da meistens irgendein Schutzwald für irgendwelche Hanggeschichten sind. Also wenn man an einem Hang in den Alpen unterwegs ist und da ist Wald, ist es fast immer ein Schutzwald.
Lawinenschutzwald, Schutzwald für sonstiges Zeug, was den Hang runterkommt. Also Schlammlawinen dann, die heißen dann Muren oder ähnliches. Jedenfalls, sowas ist ein Schutzwald. Ein Schutzwald ist immer ein Ressourcenschutzgebiet. Da soll eine bestimmte Naturressource geschützt werden. In diesem Fall wäre es dann der Boden. Das ist dann ein Bodenschutzwald, wenn kein Murengang runterkommen soll, weil sonst der Boden weg ist und da oben garantiert kein Wald mehr wächst. Es kann auch ein Schutzwald für irgendwelche Sachgüter sein, im Fall von so einem Lawinenschutzwald vor irgendeinem Dorf, dass das Dorf eben geschützt ist. Oder eben der Klassiker ist das Wasserschutzgebiet. Das Wasserschutzgebiet ist natürlich dazu da, dass da eben ein meistens Wald ist, der besonders intakte Waldstrukturen bieten soll, um dann möglichst gutes Wasser eben zu bieten für die dort anwohnenden Leute, die aus diesem Wald ihr Trinkwasser bekommen. Was heißt das für uns? Gar nichts. Wir dürfen halt dann keine Chemikalien in den Boden kippen, das dürfen wir sonst auch nicht und würden wir auch nie tun. Von daher ist das wirklich relativ irrelevant für denjenigen, der im Wald unterwegs ist. Es gibt diese Kategorie eben, sie ist auch umstritten, ob die überhaupt Sinn macht, weil prinzipiell fast uneingeschränkte Landnutzung eben möglich ist in diesen Gegenden. Und es eigentlich von der Kategorie so gedacht ist, dass man da ganz normal wirtschaften kann, aber da ein bestimmtes Gut speziell geschützt wird. Aber sobald was geschützt wird, kann man nicht ganz normal wirtschaften. Und sobald normal gewirtschaftet wird, ist die Natur beeinträchtigt. Das heißt, da passt irgendwas nicht zusammen. Da gibt es einige Kritik eben an dieser Kategorie. Naja, es gibt sie. Unsere Wasserschutzgebiete und so weiter entsprechen dieser Kategorie auch nicht so hundertprozentig. Es gibt Länder, da wird die besser umgesetzt. Bei uns ist es so ein bisschen grenzwertig. Aber das ist auch so eine kleine Schutzkategorie, dass es für Deutschland wirklich kaum eine Rolle spielt. Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Ja, jetzt ist das ganze Gelaber natürlich schon lang genug, aber fassen wir nochmal kurz zusammen. Im Naturschutzgebiet, also diesem Ding, was bei uns das quasi das strikte Schutzgebiet ist, das klassische Naturschutzgebiet, da dürft ihr gar nichts und das ist auch gut so. Im Nationalpark dürft ihr im Randbereich ein bisschen was und müsst halt einfach wirklich gucken, wo darf ich was, wo ist Kernzone und so weiter und so fort. Da gibt es auch immer irgendwelche Ranger und sonstige Mitarbeiter, die einem da weiterhelfen können, da dann einfach mal fragen, was darf ich da, und daran würde ich mich auch wirklich strikt halten, weil primär da ja auch die Natur geschützt werden soll, was uns allen ja auch wirklich ein Interesse ist. Die ihr mir zuschaut, gehe ich davon aus, dass ihr alle ein großes Interesse an Naturschutz haben werdet. Von daher hat sich das dann auch schon erledigt, dass da jemand die Natur wirklich schädigen will. Kann ich mir nicht vorstellen, von meinen Zuschauern. Ganz bestimmt nicht. So, dann Naturdenkmal ist so klein, das erübrigt sich schon. Das Biosphärenreservat, wie gesagt, das ist für unsere Aktivitäten eigentlich fast noch besser, weil da ja eben ein Mensch und Natur miteinander gewollt ist. Und so gesehen sollte man im Wald schlafen dürfen, eigentlich. Praktisch ist es oft wahrscheinlich anders geregelt, aber dann spricht man wirklich mit der Biosphärenreservatverwaltung und fragt dann nicht mal nach, ob das nicht geht, weil das ja der Sinn und Zweck des ganzen Gebietes eigentlich ist. Würde ich wirklich empfehlen, da einfach mal jemanden darauf anzuquatschen. Und das Landschaftsschutzgebiet, keine Einschränkungen, außer ihr macht irgendwelchen gröberen Unsinn. Und das Ressourcenschutzgebiet dasselbe, also auch keine Einschränkungen, außer ihr habt wirklich irgendwelche illegalen, schlimmen Dinge vor, dann das dürft ihr aber woanders auch nicht. Also das Ressourcenschutzgebiet können wir eigentlich unter den Tisch fallen lassen. So. Und damit sind wir durch. Ich weiß, das war jetzt schon wieder ein Haufen rechtliches Blabla, aber scheinbar interessiert euch das. Da werde ich relativ häufig nach gefragt und das von den Aufrufzahlen stimmen die Rechtvideos meistens auch. Also von daher wird hoffentlich nicht allzu schlimm gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bedanke mich fürs Zuschauen und gute Nacht. Tschüss.